Mit dem KTM Machina Minimi 561 schauen wir uns heute ein richtig leistungsstarkes E-Mountainbike für den Nachwuchs an. Viel Spaß beim Video. Mein Name ist Marc und ich darf euch heute hier auf Zweirad-Express begrüßen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ja, E-Mountainbikes für Kinder sind schon lange ein Thema bei KTM. Seit 2015 wird diese Sparte geführt und das hier ist eben die neueste Entwicklungsstufe. Das 561 übrigens der große Bruder zum 441, dem kleineren, dem 24 Zoll E-Mountainbike aus dem Hause KTM. Verlinke ich euch hier nochmal. Dieses hier kommt mit 26 Zoll Rädern, kommt mit natürlich entsprechend größerem Rahmen. Das Ganze wieder als Hardtail, das heißt ohne Federbein hier ausgeführt. Wir haben nur die Federung in der Gabel. Und zwar sind das an dieser Stelle 80 mm. Das heißt also, hiermit ist man wirklich auch sehr gut im Gelände unterwegs. Der Bosch-Motor stammt aus der Performance-Line, und zwar der dritten Generation. Das Ganze liefert dann 65 Newtonmeter. Und ich musste natürlich eben auch mal eine Runde durch den Laden fahren, um zumindest mal zu wissen, wie stark das Ding beschleunigt. Und es ist wirklich, wirklich gut und beschleunigt stärker auch als so manch großes E-Bike. Also muss man wirklich sagen, oder Pedelec wäre der korrekte Begriff. Natürlich müssen wir auch selber ordentlich mittreten, damit wir auch bis 25 km/h dann elektrisch unterstützt werden. Dazu haben wir hier aus der Shimano Alivio-Reihe eine 9-Gang-Kettenschaltung, was auch dann entsprechend von der Qualität her wirklich stimmt. Wir haben ebenfalls aus dem Hause Shimano eine hydraulische Scheibenbremse, und zwar jeweils ein Kolben vorne und hinten, also eine 2-Kolben-Bremsanlage, die dann auch bergab richtig gut verzögert, sodass wir hier sicher unterwegs sind. Wir können natürlich dieses Rad auch mit einer STVO-Ausstattung ausstatten, sprich Akkulampe vorne und hinten, die entsprechenden Reflektoren. In den Stahlpedalen haben wir es schon drin, aber grundsätzlich lässt sich das Ganze natürlich auch für die STVO konform machen, wenn man damit zum Beispiel zur Schule, zu Freunden etc. fahren will. Das geht auf jeden Fall auch mit einem KTM legal, sagen wir es mal so. Und dann der Monitor stammt aus der Bosch Active Line. Wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt an. Starten können wir das Rad hierüber. Dann haben wir hier quasi alles Wichtige auf einen Blick. Einmal die gefahrene Geschwindigkeit, dann hier die Akkuladestand, dann die Unterstützungsstufe. Und hier rechts, wenn wir fahren würden, wäre auch nochmal die Unterstützung, quasi die Kraft. Wenn wir jetzt hier Plus drücken, dann, beziehungsweise wir sind schon im Turbo-Modus, so sind wir im Sport-Modus. So können wir dann durchwechseln bis hin zu die Unterstützung ausschalten. Und über das i können wir dann verschiedene Fahrdaten nochmal abrufen. Die Reichweite, Fahrzeit, Uhrzeit. Das bekommen wir hier alles rüber angezeigt. Wenn ein Licht angeschlossen wäre, könnten wir es hier durch einschalten. Und hier können wir uns nochmal die gleichen Informationen abrufen wie hier auch schon. Das Ganze doppelt sich also so ein bisschen. Was ich eben ausgelassen habe, was aber ganz wichtig ist, ist der Akku, der natürlich auch aus dem Hause Bosch stammt. Und zwar ist das ein 500 Wattstunden Akku, der hier in Tube, also quasi unsichtbar, im Unterrohr eingelassen ist. Und das passt auf jeden Fall. Damit haben wir eine richtig gute Reichweite. Auch wenn es mal längere Strecken bergauf geht, da kann der Nachwuchs auf jeden Fall mit den Großen mithalten. Wenn ihr weitere Fragen haben solltet, gerne unten in die Kommentare. Dann beantworten wir euch die. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß damit oder eurem Nachwuchs viel Spaß damit und euch eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Bis dahin. Ciao.